Was geht, meine Freunde? Immer wieder sonntags. Wir sind zurück. Wir haben wieder geile Karten am Start. Ich weiß, die Woche kam kein Video. Tut mir mega leid. Ich war so in der Nacharbeitung mit dem 100. Video. Das kam ja so geisteskrank an. Geisteskrank. Vielen, vielen Dank für das krasse, krasse Feedback von euch. Ich habe wirklich Tage gebraucht, allen zu antworten. Ich habe jedem geantwortet. Ist aber auch selbstverständlich. Wir haben richtig geile Deals gemacht infolge des Videos. Bisschen privat was zu tun gehabt. Deswegen dachte ich, komm, nach dem 100. Melde. Paar Tage Pause und jetzt geht's wieder richtig los. Jetzt kommen ja auch die ganzen Shows. Heute mal einen krassen Mail Day. Dann waren wir gestern bei German Trading Cards, haben ein Video aufgenommen, wo wir mit Max über die National reden und auch über die German Card Show, wie man sich auf Card Shows vorbereitet und ein bisschen geiler Talk zusammen nebeneinander. Und da kommen auch noch richtig coole News in dem Video. Also, dann kommt nächste Woche ein Video, wo die Community ein bisschen zusammengearbeitet hat. Es wird ein richtig geiles Video, da freue ich mich brutal drauf. Es sind einige Gesichter zu sehen, die ihr kennt. Und dann ist ja German Trading Cards Trade Night. Und immer mein Vlog wieder. Und dann noch einmal ein Mail Day nächsten Sonntag. Und dann eine Woche Trade Stop, dass ich mich auf die German Card Show vorbereiten kann. Ja, wir haben wieder brutale Deals. NFL, NBA, NFL Fantasy haben wir jetzt auch die Regularitäten mit Max geklärt. Da droppe ich nächste Woche den Post, wie ihr da mitmachen könnt. Wird 12 Community Spots geben und 4 gelockte Spots. Wer da dabei ist, sage ich euch auch. Alles nächste Woche auf Insta. Ja, ansonsten haben wir geile Karten. Wenn ihr noch Karten loswerden wollt, coole Karten, so dass es für mich auch passt, schickt mir die gerne auf Insta. Falls ihr noch Sachen loswerden wolltet für ein bisschen Budget für Frankfurt, sage ich mal, gute Karten, ein paar mehr, dass es für mich auch vom Einkaufspreis passt. Ich bin immer ein easy Käufer, das Geld habt ihr immer in 3 Sekunden. Und sonst haben wir geile Trades gemacht. Ich würde sagen, wir babbeln nicht so viel und fangen an. Erster Deal, Trade, Kauf, Verkauf, alles, ihr wisst alles. War auch so ein genanntes Lot, wo derjenige dann mir geschrieben hat und dann sind wir uns einig geworden. Amon-Ra, St. Brown, ist diese von diesem Jahr auf 99 Gold Strike. Eine sehr schöne Anthony Edwards, nicht mit dem Licht zufrieden. Anthony Edwards, clearly rated Rookie auf 99. Ant-Man geht immer. Übrigens kriegen wir jetzt so eine Streaming-Wand, wie bei Play and Collect, habt ihr es vielleicht gesehen. Von denen habe ich die auch. Die haben mir auch den Link geschickt. Das ist ein Streaming-Wand mit meinem Logo nochmal und dann verlagern wir das Ganze nach da drüben mit der Facecam oben drauf. Dann muss ich nicht immer meinen Schreibtisch vor dem Rechner alles ab- und aufbauen für die Videos. Wir haben so eine kleine Ecke für uns. Wird den, denke ich, bald auch eintrudeln. Aber auch wieder viele Nebenkosten aktuell auch mit der Show. Ich musste mir jetzt so ein Showcase kaufen und sowas. Ich hätte es sehr gerne bei Stefan von... was ist Stefan? Von Wooden Box aber gemacht. Steffen. Aber ich hatte nicht das Budget leider gerade dafür. Es sind sehr geile Sachen. Hier sind nochmal einige Ant-Mans. Sehr, sehr geiler Deal mit dem Paul. Sehr schön. Ein Ant-Man habe ich mir wenigstens gesnackt. Und die Clearly sind natürlich auch sehr geil. Aber die Amon-Ra gehört eigentlich nicht in den Deal dazu. Die gehört eigentlich da dazu. Ich war verwirrt. Das war der Deal mit dem Paul. Sorry. Einige Nebenkosten genau wieder. Ich meine, Tisch hat auch Geld gekostet. Jetzt so ein Showcase. Noch ein paar andere Sachen. Aber ja, muss halt, gehört dazu, ne? Dann haben wir einen sehr geilen Deal. Brandon Ingram Obsidian Patch Auto auf 99. Wenn euch die Mail jetzt gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was ist eure Lieblingskarte. Wie hyped seid ihr auf die nächsten Shows? Wo sieht man euch? Schreibt in die Kommentare, lasst Liebe da. Bringt den Channel voran, bringt uns alle voran. Nochmal vielen Dank für den Support. Wir sind ja auf Insta auf dem Weg zu den 2000, hier auf dem Weg zu den 1000. Wäre natürlich geil, wenn wir die Ziele erreichen könnten. Ist es kostenfreier Support. Hilft dem Ganzen, dass ich da noch mehr Zeit und Energie reinstecken kann, wenn es natürlich auch vorangeht, wenn man merkt, da geht was, die Leute haben Bock drauf. Cole Anthony, Patch Auto, Tie-Dye Select auf 25, Tie-Dye ist einfach Liebe. Alter, ich will mit dem Licht, das Licht fuckt mich ab. Tie-Dye ist einfach Liebe. Ich muss mal ganz kurz, ihr könnt euch kurz diese schöne Curry angucken. Ich mache hier kurz ein bisschen zu, dann blendet es nicht mehr so sehr. Aha! Schon viel besser, ne? Curry, Tie-Dye auf 25, geisteskranke Karte, Select, die sind immer Player One, Game One. Wenn es nicht Rookie ist, die Rookies nicht, die Karte ist wahnsinnig schön, wirklich hier mit 3-Color-Patch, mit so einem geilen geschreiften Patch, Steph Curry, Tie-Dye, geiles Bild, Wahnsinn. Die ist wirklich geisteskrank, eine meiner Lieblingskarten von dem Melde. Und ja. Das Feedback allgemein. Jetzt gucken wir uns den Deal an mit der Amon-Ra. Wie gesagt, nochmal danke an alle für die coolen Deals. Das war zum Beispiel so ein Lot. Der kam auf mich zu, meinte, hat ein paar coole Karten. Ich meinte, die wären interessant für mich. Haben gesagt, was ich zahlen könnte. Und normal ist es immer easy, weil es ist immer eigentlich fair für beide Seiten. Geld sind ein paar Sekunden da, wie gesagt.
wenn es für mich halt passt. Eine schöne Tua Tagovailoa Score Auto auf 50, eine geile Tom Brady auf 99 und eine Kenneth Gainwell Rookie Ticket Cracked Ice auf 21. Cracked Ice ist einfach der GOAT. Es gibt nichts Geileres als Cracked Ice. Irgendwann muss für mich mal so ein geiles Cracked Ice Rookie Ticket von einem krassen Spieler her. Aber die sind wirklich brutal teuer. Ich nehme mal einen Schluck von meinem schönen Rotbäckchen, ihr kennt's. Ja, der ganze Support auf die letzte Woche, auf das Video. Alles war wirklich, wirklich crazy, auf die ganzen Insta-Stories, die ich gemacht habe. Wie gesagt, ich bin auch jemand, wenn mich verstört oder irgendwas ist, dann spreche ich es doch an und so. War wirklich geisteskranker Support. Das war Wahnsinn. Also klar ist auch, der Mailday ist auch schon wieder krass, dass man sowas überhaupt weekly hinbekommt, ist schon wirklich geisteskrank. Ich meine, ich plane ja wirklich jeden Sonntag ein Mailday. Viele, wo das auch machen, die machen einfach random Mail-Days alle 2 Wochen, alle 3, alle 10 Tage, so wie halt Karten reinkommen. Ich plane das wirklich jede Woche ein und jede Woche sammeln sich hier wieder ein Haufen an geiler Karten. Das ist schon wirklich brutal, wie es mittlerweile abgeht. Wir haben eine sehr schöne Cam Thomas vom guten All-Star-Stepback, hat ein paar Cam Thomas abgegeben. Wie gesagt, der Boy ist schon seit, ich glaube seit 10 Abos ist er wirklich dabei. Wir haben damals einen Deal auf Kleinanzeigen gemacht, ganz als ich angefangen habe im Hobby. White Sparkle Genesis, 2 Case-Hits von Cam Thomas. Bin sehr gespannt, was Cam Thomas nächste Season macht. Und dann Tyrese Maxey, Impeccable Auto auf 88. Endlich wieder ein schönes Maxey On-Card. Mich gewundert, dass der Boy die abgibt. Der ist wirklich seit All-Star Stepback, der ist seit 10 Abos oder so dabei. Wir haben einen Deal auf Kleinanzeigen gemacht gehabt. Ich habe einen Tyrese Maxey-Lot von ihm gekauft. Dann habe ich gemeint, ey, ich will auch YouTube jetzt irgendwie machen. Da hatte ich irgendwie 2 Videos online. Und der hat wirklich jedes Video angeguckt, kommentiert, supportet. Geisteskrank, geisteskrank. Aber deswegen, auch wegen ihm, so sind wir jetzt hier, wo wir sind. Schon geil, aber auch viele, die jetzt wirklich schon sehr lange dabei sind. Und freut mich natürlich auch immer zu sehen, dass die immer noch am Start sind, immer noch Bock haben. Hoffentlich auch in 1-2 Jahren noch. Und auch natürlich schön, dass neue Leute dazukommen. Ich lese mir immer alle Kommentare durch. Ich antworte immer alles, deswegen kann man das gut verfolgen. Muss man aber auch. Courtside, Luka Doncic auf 25 in so einem Schimmereffekt. Die ist super geil. Die ist schwierig zu zeigen, die Karte. Die ist richtig, richtig nice. Ich feiere die übel. Muss ehrlich sagen, also die ist auf 25, Courtside. Muss ehrlich sagen, Hoops ist ein underrated Set. Hoops hat ein paar richtig, richtig, richtig geile Designs, wo total underrated sind. Hier haben ein paar Dame-Karten drauf bekommen. Dann die Cam Thomas. Dann eine sehr schöne Jonathan Kuminga Rated Rookie auf 88. Ich liebe diese Rated Rookie Parallels von guten Spielern. Wenn ihr da was habt, sehr gerne her. Die ist geisteskrank, die Karte. Zaire Williams, Rookie Auto auf 10, Flawless Gold. Die ist wirklich geisteskrank. Ich finde den Spieler auch nicht schlecht. Brutale Karte, wirklich. Finde ich wirklich eine brutale Karte. Und eine Quentin Grimes, Select Rookie Disco auf 10, Jersey Number 6 von 10. Geisteskranke Karte auch. Rookie auf 10, immer, immer geil. Quentin Grimes, denke ich, wird auch eine solide, gute Rolle nächste Woche spielen. Was laber ich schon wieder? Nächste Season. Und ja, wie gesagt, jetzt wird nochmal hardcore getradet die Woche. Meine Freundin ist auch im Urlaub. I have time for cards. Ich habe noch Ferien. Also was heißt noch? Noch einen Monat oder so. Wird nochmal geisteskrank getradet und dann wird eine Woche Pause machen, wenn ich es schaffe. Muss, weil ich alles auspricen muss und so. Die ersten Sachen sind auch wieder auf eBay, aber ich Step by Step ist voll anstrengend. Nicht anstrengend, aber es ist voll die zähe Arbeit, die sich voll zieht. Die ersten Karten sind schon auf eBay, die ersten Leute haben was gekauft. Guckt da die nächsten Wochen rein, nächsten Tage. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich werde die Tage jetzt auch einiges einstellen nochmal. Deswegen guckt da rein. Viele haben mir geschrieben, sie freuen sich echt drauf, wenn man da wieder durchbrowsen kann. Ich habe da echt das Gefühl, ich habe da echt viele Karten, wo gar nicht so auf dem offiziellen Markt hier in Deutschland so sind. Aber das ist ja auch mein Ziel. Ich habe schon wieder so viele Leuten coole PC-Karten besorgen können. Die haben mich so gefreut. Ich habe einen coolen Return bekommen. Habe vielleicht einen oder anderen Euro Gewinn gemacht. Und alle sind happy. Und die Leute sind brutal happy, wenn sie immer in der Story posten. Wenn sie einen Beitrag machen, mich markieren, sich brutal freuen, sich bedanken. Ist doch geil. Ich habe jetzt auch den Patrick wieder eine Kyrie Irving besorgt. Grüße gehen da raus. Die haben jetzt den Trade geclosed. Das ist eine absolute PC-Karte für den Patrick. Flawless Kyrie Irving. Das zeige ich euch nächste Woche. Und die versuche ich dann auch an ihn zu traden. Und da ist natürlich möglich, weil derjenige, der die Kyrie hat, hat einige Karten von mir Interesse. Und so kriege ich dann so Karten und kann die dann zum Beispiel an den Patrick weiter traden. Und ja, hier haben wir den Garrett Wilson Booklet. On-Card. Geiler Patch. 3-Color. Auf 99. Finde ich eine richtig geile Karte. War bis jetzt nicht so der Booklet-Fan. Aber von Gary V. Ist natürlich
Gary Vee ist natürlich der andere. Aber Garrett Wilson, eine sehr geile Karte. Ich feiere Garrett Wilson übelst. Bleibt bei mir. Ich glaube, der könnte der beste Receiver nächstes Jahr in der Liga sein. Aber Thema Hot Takes kommen wir nächste Woche drauf zurück. Seid da auf jeden Fall gespannt. Nächste Woche kommen richtig coole Videos. Wie gesagt, das mit Max und das mit der Community. Dann droppt die Fantasy Liga. Also einiges an geilem Input. Dann kommt die Trade Night German Trading Cards. Ich hoffe, da einige von euch zu sehen. Wir gucken uns so lange die Karten an. Sehr schön LeBron und Luka Doncic. Ich hoffe, da einige von euch zu sehen. Ist immer sehr, sehr entspannt. Wird wieder gegrillt. Tubs gibt wieder Pulled Pork. Free Getränke und alles Mögliche. David Roddy, Rated Rookie auf 39. Patrick Williams, Zaire Williams, Genesis, Jaren Jackson, Rookies, Josh Hart auf 88. Tillman, Rookie Ticket, Cracked Ice Season Ticket, Jaren Jackson auf 25. Und eine schöne Franz Wagner auf 10. Wenn ihr Franz Wagner abzugeben habt, Autos, Rookies, also gute, bessere Sachen, schon Autos, RPAs, wenn ihr da einiges abzugeben habt, hätte ich Interesse, genauso wie Dennis Schröder. Mo Wagner habe ich jetzt erst gekauft, da kommt nächste Woche ein richtig schönes Lot. Also wenn ihr da irgendwas noch habt von den beiden Spielern, auch gerne mir sagen, hätte ich Interesse. Dann eine Dimensions Case Hit von Steph Curry, ihr seht hier, einmal so und einmal so. Eine sehr schöne Karte aus letztes Jahr Elite und ein Rookie Auto von Anthony Davis, sehr, sehr nice. Wie gesagt, wenn ihr die Melde wieder feiert, lasst sehr gerne ein Like da, das Liebe da, hilft dem Channel ungemein. Aber es ist mittlerweile auch ein guter Mix. Damian Pierce Rookie Ticket On Card auf 149, die geilsten Karten, diese Rookie Tickets. Ist mittlerweile, glaube ich, auch ein guter Mix einfach aus Football und Basketball. Ich glaube, das können beide Parteien. K-Sit, Stained Glass, Devonta Smith. Bin sehr gespannt auf Devonta. Ich glaube, der wird richtig abreißen nächstes Jahr. Ich finde gerade ein guter Mix aus Basketball und Football. Ich glaube, da können beide Parteien, auch wenn man nur eins sammelt, ich sammle ja beides, sehr happy sein aktuell. Weil wir von beidem viel reinbekommen. Mittlerweile kenne ich von beidem viele. Viele Leute haben wir ein paar Lot gekauft. Die zeigen jetzt mal nicht. Die sind auch eher so Karten, wie gesagt, für die Kids Packs. Ein paar Leute haben auch Karten für die Kids Packs mitgebracht. Da, die muss ich jetzt auch mal packen demnächst. Hau da meinen Sticker oben drauf. Keine Ahnung, 20 Stück oder so. Hau bei ein paar ein kleines Pack rein. Nicht bei jedem, weil, wie gesagt, ist ja auch alles gibt, was ich erstmal haben muss und was ich da auch for free abgebe. Auch bei der Fantasy Liga. Wir wollen das nicht so gamblehaft machen. Nicht mit einer Box als Preis, nicht mit einem Breaking verbinden. Wir wollen es einfach nur, dass es um den Sport geht, um die Karten. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Beziehungsweise ich und hab dann Max hat es approved. Fand es auch gut. Und der ist da auch immer direkt bereit, was reinzuhauen. Und wir machen da beide keinen Gewinn. Wir gehen auch nicht evil raus. Wir machen damit Verlust. Aber soll ja auch ein bisschen einfach um den Spaß gehen. Eine geile Zeit. Und um ein bisschen was dann zu gewinnen. Aber ein bisschen auch Einsatz von euch. Aber dafür darüber mehr nächste Woche. Ich habe übelst Bock auf die Fantasy-Liga. Football-Fantasy, wenn die Zeit wieder losgeht. Sonntagabend am Fernsehen. Ein schönes Kaltgetränk. Was zu snacken, mit den Freunden über Football reden und nebenbei am Handy seine Fantasy-Leute checken und sich aufregen, warum man den Spieler XY nicht gestartet hat, über den. Ist immer eine geile Zeit, ist immer eine geile Zeit, fühle ich. Josh Giddey auf 85, auf 99. Sehr schönes Slot, Fastball Football. Wie gesagt, ihr seht einiges, Numbered dabei, gute Spieler, Parallels. Dann macht es Sinn für mich, DeMarcus Cousins auf 24, Shea, Kyle Hamilton, Tyler auf 25, J.K. Dobbins auf 49, dann eine sehr schöne Jersey King Sony Mitchell auf 10, Patch Auto, richtig geile Karte. Chris Olave, Rookie Ticket On Card und Usman Jang, Rated Rookie, ich liebe ja Rookies auf 10, ihr wisst, Disco auf 10, 3 von 10, brutal geile Karte, Usman Jang. So Lots machen Sinn für mich, du hast ein paar dicke Karten, weißt du, wo du auch mal was mit anfangen kann, dann hast du einige kleinere, wo aber von guten Spielern Numbers und Parallels und so sind, dann macht es für mich Sinn, diese Lots zu snacken. Auch ein sehr schönes Lot. Danke dafür. Danke dafür. Weiter, wie gesagt, ich will die Videos alle nicht zu lang strecken, aber es ist einfach schon wieder so viel Karten hier und ich weiß, ihr fühlt es ja übelst. Da fehlt irgendwie eine Karte. Ich weiß, dass ihr es übel fühlt, wenn die Videos zu lang sind. Ich versuche es immer nicht zu lang zu machen. Aber, ja. Hä? Da fehlt irgendeine Karte. Ich guck gleich mal. Vom David. Die Shaden Sharp. Chordzeit auf 75. Kein Plan, wo die gute Karte ist. Auf jeden Fall Jabari Smith. Rated Rookie auf 99. Und Paolo Banchero. Gib mir mal eine Sekunde. Warte mal ganz kurz. Hab ich die da dazugelegt?
Also ich hatte die auf jeden Fall gestern noch. So viel weiß ich. Die muss hier irgendwo rumfliegen. David, hast mich gescammt. Es war eine sehr schöne Shaden Sharp Kortzeit. Die wollte ich euch eigentlich zeigen. Ja, vielleicht fliegt sie ja gleich wieder irgendwo her. Mittlerweile so wie Karten. Ich muss meinen Schreibtisch so stretchen. Josh Giddey, Red Cracked Ice Rookie. Luka Doncic, Rookie of Status. Luka Doncic, Rated Rookie. Sehr schön. Die finde ich richtig geil irgendwie. Mesmophia, Tyrese Maxey ist die auch Rookie, ja. Und dann noch zwei Rookies, Cracked Ice und Silver Prism. Sehr cooles Lot vom David. Haben auch schon einige Deals jetzt gemacht. Alter, wo ist? Und jetzt eine Karte, die ihr sehr fühlen werdet. Ich weiß es. Ihr feiert alle Jason Tatum und die ist richtig nice. Auch ein sehr netter Verkäufer kam auf mich zu. Gutes Angebot, habe ich mitgenommen. Jason Tatum, Auto auf 49 und ich finde das Design von der Karte richtig geil. Dominators, 2021 Donruss, feiere ich. Die Karte fühle ich super, super cleanes Auto, finde ich. Wahnsinnig geile Karte. Und nächster, die einige von euch schreiben mir immer so Zettel, ich heb die immer auf, finde es irgendwie cool, bisschen personal. Noch was für dich, weil du Portland-Fan bist. Vielen, vielen Dank dir. Das ist vom Niklas, müsste es sein. Der hat mir die CJ McCollum Patch oben drauf gelegt. Sehr cool. Dann war eine Tari Eason RPA Select auf 99 dabei. Auf 99 stimmt. Tyrese Maxey auf 249 Die Cut. Und Fast Break Auto von Tyrese Haliburton im Pacers Jersey. Sehr, sehr cool. Also wenn man so viel bubbelt, man kann sich da easy mal versprechen. Das sage ich auch immer. Wenn man selber mal vor der Cam ein bisschen wirklich die ganze Zeit da reinbabbelt, dann passiert das einfach, dass man irgendwas sagt, was man dann nachher denkt, warum habe ich das jetzt angesprochen? Man denkt da aber gar nicht so drüber nach. Man guckt einfach in die Kamera, labert, guckt sich die Karten an. Kyle Trask, schönes, geil, war ein richtig fetter Trade. Kyle Trask, auch mit einem sehr netten, der hat einige Karten für die Kids Packs auch oben drauf gelegt. Habe ich aber schon verräumt gehabt, vergessen. Total vergessen. Kyle Trask, Rookie auf 49, Auto, Sam Howell auf 49, Patch, sehr schöne Karte. Der Sam Howell Hype ist auf jeden Fall real. Evan Mobley, Rookie Auto, Recon auf 35, sehr nice. Sam Howell, RPA Phoenix auf 25, sehr, sehr geil. Dann haben wir eine sehr schöne On-Card, Trey Lance, Rookie of the Year, ist Rookie Auto aus Contenders. Und die Knallerkarte ist eine Kyler Murray, RPA Phoenix auf 10, 6 von 10, brutale Farbe die Karte, wirklich so ein Türkis, wirklich eine brutale Karte und natürlich halt ein geiler Patch, ne? Also ich bin mittlerweile so ein Patchjäger geworden. Patches sind schon sehr geil. Ein geiler Patch ist so wie ein schönes Gläschen Rotwein. Dann haben wir ein dickes Lot vom Valentino bekommen. Der hat nämlich, was weiß ich, für 20.000 von bulkigen Karten und da habe ich ein paar rausgenommen. Ein paar hat er mir gegeben noch. Der hat nämlich seinen ganzen Bulk verkauft und ja, ein paar schöne Karten noch dabei gewesen. Einfach ein paar Inserts, ein paar Rookies, perfekte Karten, um auf eBay zu stellen, wenn man ein bisschen Zeit investiert. Alter, wie geil sind die beiden denn bitte? Auf die kam ich gar nicht klar. Geisteskrank, ich kenne zwar die Spieler nicht, aber die Karten waren Wahnsinn. Brandon Miller, der Typ hat wirklich alles aufgemacht in seinem Leben, was es an Produkten gibt. Sehr schöne Karten. Ah, perfekte Karten einfach auf eBay stellen, für ein paar Euro und machst jemanden happy. Sind nur einfach alles auch schöne Karten, ne? Von guten Spielern, Rookies, Inserts. Ihr seht's. Ich gehe mal schnell durch. Ich meine, wir kennen ja alle solche Karten, ne? Aber wie immer, Valentino auch. Absoluter Goat. Ich muss ja nochmal sagen, ja, der verarscht natürlich niemanden. Ich hatte es einmal in dem Video gesagt, weil er einen Trade gemacht hat, wo er sehr stur war. Aber, was heißt stur? Der Valentino ist halt ein hartnäckiger Verhandlungspartner. Und der ist halt ein richtiger Geschäftsmann. Und das ist ja auch okay. So, Valentino, natürlich nur Liebe raus. Absolut geiler Typ. Macht auch viel. Stellt auch die Location für die Trade Night von der German Card Show unter anderem. Ja, einfach ein nicer Typ, ich freue mich immer zu sehen. Wir haben uns gestern dann gesehen bei German Trading Cards. Justin Fields Rated Rookie, Justin Fields, Trevor Lawrence Rookie auf 3,99. Brock Purdy Photogenic, das ist meine erste Brock Purdy Karte, no joke. Und ein schönes Marquise Brown Rated Rookie Lot, sind sogar zwei Number dabei. Sehr, sehr cooles Lot. Machen wir jetzt mal ein bisschen den Speed rein. Wir haben noch 8 Deals ungefähr.
Hebe ich auch wieder eine Nachricht. Wie gesagt, ich hebe die auf. Danke für den Trade. Ich hoffe, du freust dich genauso über deine neuen Karten, wie ich über mich über meine. Trailblazer sind immer noch deine Main-PC. Ja, vor allem halt Shaden Sharp und Damian Lillard. Hab mir ein paar Karten draufgegeben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lieb von ihm. Cooler Trade. Ich glaube, ich war auch sein erster Trade wieder. Ich bin bei einigen ja so der erste Trade gewesen. Und danach läuft das Ganze. Sehr, sehr cool. Tyrese Maxey Rookie auf 99. Jaden Ivey Rated Rookie Auto. Ich glaube, das hatte ich schon 8 Mal das Auto jetzt. Und die Main-Karte. Under the Lights, Anthony Edwards. Endlich wieder ein geiles Ant-Man-Auto. Und die ist auf 10. Yes, sir. Richtig, richtig nice Karte. Richtig nice Karte. Sehr, sehr geil. Cooler Trade. Danke dir. Nee, ich war nicht dein erster Trade. Sorry, es war bei jemand anders. Das war bei demjenigen mit der Quentin Grimes und mit der Zaire Williams. Da war ich der erste Trade. Ah, bei so viel kann man mal durcheinander kommen. Angelina. Ich habe deine Karte nicht mehr. Ich habe ja gesagt, die ist an den Mirko gegangen. Die Chris Olave. Der war hier die Woche. Für meine Lieblingsresterampe, danke für den Deal. Ich habe aber die Nachricht natürlich aufgehoben. Auch Angelina, danke für den Deal. Unser 700er Deal. Immer wieder sehr entspannt mit der Angelina was zu machen. Die freut sich auch immer so über die neuen Karten. Die kriegt auch immer coole Karten. Hat auch einen guten Geschmack. Und ja, hier so ein paar random On-Card-Autos. Signagi, Cassius Stanley. Und Malachi Flynn sind einfach schöne Karten, nicht die krassen Spieler, aber so On-Card-Autos, Numbered, gehen eigentlich immer. Dann ein cooler Deal mit Mirko, der hat sich noch eine Jalen Hurts von mir gesnackt. Deswegen habe ich noch gesagt, komm, ich baue mir irgendwas zusammen, dass wir auf den Value kommen. Sam Howell, Jalen Hurts, Hassan Haskins, George Pickens, Jonathan Taylor, Marquise Brown, Carson Wentz, Lamar Jackson und DJ Moore, Rookie On-Card Auto Origins 49. Origins einfach Liebe. Aber das sind auch wieder so Karten, die kann man auf eBay stellen und da freuen sich Leute drüber. Und deswegen guckt auf jeden Fall die Tage immer eBay vorbei. Ich habe schon ein bisschen was eingestellt, aber es ist wirklich viel Arbeit. Ich werde jetzt die Tage aber mich ransetzen. Wirklich. Die Tage kommen Karten online, deswegen guckt rein. Link ist in der Videobeschreibung, wie auch alle anderen Links. Auch mein German Trading Card Affiliate Link. Wenn ihr was kaufen wollt, guckt da gerne vorbei. Wir werden demnächst, wir werden wahrscheinlich in 2 Wochen, nächste Woche eine Box bekommen. Bin mir noch nicht sicher, was würdet ihr mehr fühlen, Football? Luminance oder Elite? Wolltet ihr mehr Bock beim Zugucken? Die beiden stehen gerade im Raum. Dann kommt natürlich noch Mosaik Football, Basketball. Aber ich wollte jetzt eigentlich mal eine Football-Box aufmachen. Ich habe noch nie eine Hobbybox Football aufgemacht. Und jetzt waren die ganze Zeit Basketball. Ich hätte mal Bock auf Football. Aber wie gesagt, wir haben ja da eine coole Partnerschaft mit Max. Arbeiten da eng zusammen. Da kommen viele coole Dinge. Und da werden auch coole Boxen kommen, jetzt mal eine Football und danach kommt auch wieder Basketball. Aber krass ist, wir gehen durch das Lot durch, krass ist, auch Local Trade wieder, er war hier vor Ort, haben einen riesen Trade gemacht, er ist Chiefs-Fan, auch sehr sympathisch, alle wo hier waren, sind übelst sympathisch. Guck mal, Justin Fields, Jalen Hurts, Kyle Pitts auf 49, Marquise Brown, RPA auf 49, On-Card, Tyreek Hill Rookie, Schock und die dicke Karte, Leute, bang, bang, bang. Damien Pierce, One of One ist die. Red Ink, On-Card Auto, One of One. Die Red Inks sind One of Ones. Ultra nice Karte. Ultra nice Karte, wirklich. Super krass, sind One of Ones. Ich habe nur gesehen, die George Pickens von der Karte, habe ich die Tage angeguckt, ging für 1000. Also mal gucken, wo die Pierce liegt. Man kann es ja nie so genau sagen, aber ich finde den geilen Spieler Julian, ich weiß, dass meine Freunde ihn auch übelst feiern. Und ja, One of One On-Card Auto ist schon sehr geil. Wie gesagt, es steht nicht auf der Karte drauf. Ich musste auch erstmal gucken, habe nachgefragt. Aber die Red Inks, es gibt ja verschiedene Stiftarten, Farben bei den Penpals aus Elite, den On-Card Autos. Und die rote ist die One of One. Also auf jeden Fall eine absolut Banger-Karte. Wie gesagt, ich bin richtiger One of One Hunter gewesen. Wenn ihr geile One of Ones habt zum Abgeben, sagt auch Bescheid. Low-Numbered Rookies, On-Card Autos. Also was interessant wäre, On-Card Autos von guten Spielern. Aktiv, wie auch Hall of Famer, One of Ones, Low Numbers, Rated Rookie Numbers von guten Rookies, sowie auch, Spieler wisst ihr, was ich fühle. Auch Zion im Moment, wenn jemand Zion was hat, was geil ist. Aber ihr kennt ja die Spieler, die ich feiere. Benedict Mathurin Auto, Benedict Mathurin, Jalen Duren Rated Rookie, auch ein sehr cooler Deal mit dem guten Zeus. Und eine weitere Anthony Edwards Rated Rookie PSA 9. Sehr, sehr nice. So, wir sind wieder bei 25 Minuten angekommen. Wieder doch mehr als ich dachte. Hier liegt schon wieder alles voll, ey. Trevor Lawrence auf 149. 349, sorry.
Trevor Lawrence auf 175, Trevor Lawrence Rookie auf 349 und noch ein Trevor Lawrence Rookie auch auf 349. Sehr cool, Trevor Lawrence Rookies benannt, immer geil. Traylon Burks Rookie Ticket auf 50, die sind immer so geil, die Rookie Tickets on Card. Dann ein weiteres Rookie Ticket, Jameson Williams non-numbered und die finde ich richtig geil. Jahan Dotson Prism Auto auf 75 in diesem Green Scope, geiler Effekt. Richtig geiles Lot auch. Kannst du nicht sagen. Football ist heiß, Leute. Dann vom guten Björn, Hoops Magic, schöne Dame draufgelegt. Danke dir dafür. Eine Sam Howell, eine T. Higgins Rookie. Und die dicke Karte ist eine Lamar Jackson Rated Rookie, Pink Hollow. Ich wollte die ganze Lamar, wenn jemand Lamar auch hat. Lamar, Jalen Hurts, Trevor Lawrence, Justin Fields, Tua, Garrett Wilson oder generell On-Card-Autos von aktiven Footballspielern. Hätte ich auch Interesse, schreibt mir gerne auf Insta, auf Facebook, whatever, in YouTube, wo auch immer ihr mich findet. Viele, ich kriege auch auf den unterschiedlichsten Wege Anfragen, E-Mail, eBay, die Leute, nicht jeder hat Social Media, SMS habe ich auch schon bekommen. Also ich versuche wirklich jedem zu antworten, das ist mir wirklich am Herzen. Und ist der letzte Deal für heute, da fehlen schon zwei Karten, die hat sich einmal der Mirko geschnappt, die Chase Rookie Auto und die Amon Ra RPA, natürlich der André. Und wir haben eine Black Kenneth Walker RPA auf 99, brutal geile Karte, finde ich vom Vibe einfach geil. Amon Ra Gridion Kings Rookie Auto auf 99. Garrett Wilson RPA non-numbered, ja, ich dachte die ist numbered, aber ja. Und Breece Hall RPA auf 199. Alter, ich schwitze. Das war der Mailday, Leute. Wie gesagt, lasst sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da, ist kostenfrei, hilft mir brutal weiter. Schreibt in die Kommentare. Habe ich auch einige Fragen im Laufe des Videos gestellt. Außerdem natürlich, was war eure Lieblingskarte? Wen sieht man jetzt auf der Trade Night, auf der Card Show? Wie Bock habt ihr? Wenn ihr noch Fragen habt, ballert es in die Kommentare. Und seid gespannt, nächste Woche kommen coole Videos, cooler Content. Guckt da auf jeden Fall rein, teilt mit euren Freunden. Dann würde ich sagen, habt einen schönen Sonntag, bleibt gesund, macht's gut, bis dann, ciao.